Ja, ich spreche mit Bianca Reinhardt vom Oettinger Verlag und Sie sind auch hier am Hotspot Education und präsentieren Onilo. Was genau ist denn Onilo? Onilo ist ein Online-Portal für interaktive Board Stories. Mhm. Und Board Stories sind animierte, digitalisierte Bilderbücher für den Einsatz im Grundschulunterricht, sowohl im Sachunterricht als auch im Leseunterricht. Und das ist eine ziemlich neue Plattform, oder, die Sie eröffnet haben? Doch, also mittlerweile gibt es uns seit 19 Monaten. Also wir feiern bald zweijährigen Geburtstag. Und Sie sind auch zum ersten Mal hier am Hotspot Education. Genau, wir haben dieses Jahr das erste Mal unseren eigenen Stand. Bisher waren wir immer im Rahmen von der Verlagsgruppe Oettinger vertreten. Jetzt haben wir unseren eigenen Stand und merken, dass das absolut positiv ist, weil wir hier halt doch ein ganz anderes Publikum erreichen, als das in der anderen Halle der Fall ist. Also wir freuen uns sehr darüber, hier zu sein. Und mit wem sprechen Sie hier? Hauptsächlich mit Lehrern und Schulen? Oder ist es eher so das Endpublikum, was Sie hier suchen? Oder? Sowohl als auch. Also wir haben tatsächlich heute Morgen viel mit Lehrern gesprochen und aber auch vielen ausländischen Verlegern und Interessenten. Ja. Und können Sie noch diese Board Stories so ein bisschen erklären? Wie muss man sich die vorstellen? Wie stellen Sie sich eine Board Story vor? Im Prinzip ist eine Board Story basiert auf dem Bilderbuch, auf dem Printbuch und ist großformatig am Whiteboard einsetzbar und die Schüler und aber auch der Lehrer hat die Möglichkeit, über eine Steuerungsleiste die Board Story zu bedienen. Kann vor- und zurückblättern, kann den Ton ein- oder ausblenden und hat somit die Möglichkeit, einfach ein Bilderbuch mit einer großen Gruppe gemeinsam zu lesen. Bei uns geht es ja letztendlich darum, die Leselust bei den Kindern zu wecken und auch Kinder mit den Inhalten zu erreichen, die man vielleicht sonst nicht erreicht. Und wie kommt das so an? Wir sind sehr zufrieden. Ja, also klar, wir sind ein Start-up, aber wir sind sehr froh, weil wir mittlerweile 10 deutsche und österreichische Verlage mit ihren Inhalten bei uns auf der Plattform haben und sowohl die Verlage als auch die Schulen sind begeistert und am meisten sind natürlich die Kinder begeistert und das freut uns sehr. Wunderbar, vielen Dank. Gerne.